Er zählt zu den schönsten Aussichtsbergen im Tiroler Oberland. Der Sechszeiger. Im Osten sieht man bis zur Hohenmunde nach Telfs und im Norden ist die Bezirkshauptstadt Imst und sind die Lechtaler Alpen zum Greifen nah. Mit der Panoramabahn erreicht man den Gipfel auf 2392 Meter in kürzester Zeit und dank modernster Beschneiungsanlage ist auf dieser Seehöhe auch den ganzen Winter über mehr als genug Schnee. Die Zirbenbahn, das jüngste Projekt der Hochzeiger Bergbahnen, wird heute eröffnet. Mit ihr wird nun die Imster Seite des Sechszeigers erschlossen und mit der Zirben- und der Panoramaabfahrt gewinnt das Pitztal zwei hervorragende Pisten. Ob Genussabfahrt oder sportliche Ambition, selber schuld, wer es nicht probiert. Für die Imst und für die Telfe ist es super, gell? Man hat ja oben beim Ausstieg von der Zirnbahn ein gewaltiges Panorama, fast halbe Inntal. Ja, das ist natürlich schon ein super Ausblick hier oben. Gerade man sieht da nach alle Seiten runter und viele Orte, also speziell jetzt Wenz, Billa, Järzens, Arzel, Imst, Roppen, also rundum sieht man eigentlich die Orte und umgekehrt natürlich auch. Ja. Heute ist Feiertag in Järzens. So reagiert man nämlich im Pitztal auf die Wirtschaftskrise. Man investiert und verbessert sein Angebot. Wir haben im gesamten Skigebiet haben wir die Schneekanonen haben ums Dreifache die Zahl erhöht. Wir haben, ursprünglich haben wir 22 gehabt, jetzt sind wir auf 66 Stück und sind in der Lage, 68 Hektar in 11 bis 12 Tagen flächendeckend zu beschneiden. Nein, es ist so ein neuer Lift ist eigentlich für das ganze Tal. Wichtig und für den Tourismus, für die Einheimischen, für die Arbeitsplätze, für alles. Der Hochzeiger ist eigentlich ein richtiges Pitztal-Unternehmen und gratuliere, dass sie das jetzt wieder gemacht haben und es ist wirklich wieder ein Impuls. Der Sieg gilt also nicht so sehr dem Material, sondern den Menschen, die das geplant, gebaut haben, die hier arbeiten, und vor allem auch den Menschen, die herkommen, um hier Erholung zu finden, hier Sport zu betreiben, hier die Schönheit der Natur zu erleben. Wir sind natürlich sehr froh, dass unsere Bahnen hier im Pitztal so viel Geld immer jedes Jahr in die Hand nehmen und in neue Anlagen, in neue Infrastruktur investieren. Weil die Leute fragen natürlich immer, was gibt es Neues, im Pitztal. Und da sind wir angewiesen, dass die Bahnen auch immer wieder was machen. Schön ist sie, die neue Zirbenbahn, aber nicht nur das. Sie zählt zum modernsten, was die heimische Liftbauindustrie zu bieten hat. Sicher ein gelungenes Projekt und wir hoffen, dass es die Erwartungen des Betreibers erfüllt und wünschen alles Gute und gute Geschäfte mit der neuen Anlage. Herr Fahrer, Herr Lehre. Sechs Personen finden auf den beheizten Sitzen Platz und die orangen Wetterschutzhauben sorgen für Sonnenscheinstimmung, auch wenn es der Petrus einmal nicht so gut meint. Und da wir unseren schönsten Redakteur vor Ort haben, wollen wir diesen natürlich auch einmal zeigen. Bitte sehr. So, meine Damen und Herren, jetzt sitzen wir da in der Zirbenbahn, sind in der Premierenfahrt mit dabei. Bis jetzt funktioniert alles noch tadellos. Die meisten Leute sind schon oben. Jetzt werden wir uns noch die Schneekanone mit anschauen. Dann werden wir mit den Betriebsleitern, mit Herrn Wohlfahrt, mit den Ski gemeinsam ins Restaurant runterfahren. Und im Restaurant werden wir noch weitere technische Daten, Details und Zahlen zu den Kosten der Zirbenbahn erfahren. Ich wünsche euch noch ein schönes gutes neues Jahr, habe die Ehre. Schön ist da heute, oder? Sonne scheint. Nein, dazugekommen ist die Zirbenbahn, die haben wir gerade jetzt eingeweiht oder gesegnet.
die Leute da Skifahren, herkommen, freuen sich. Sommer sind andere Leute da, Wanderer, genauso erfreut, wenn es schön ist. Viele Wege führen zu Gott, einer über die Berge, hat jemand, ein berühmter Mann, gesagt, so wird es auch sein, im Sommer und im Winter. Vor 40 Jahren war hier, wo wir jetzt momentan sind, war gar nichts. Da waren keine Liftanlagen, keine Gäste, gar nichts. Nun sind wir eigentlich da hier am Hochzeiger mit einem ganz anderen Bild. Tagtäglich sind wirklich mehr als ca. 3000 Gäste im Skigebiet. Und unsere Bemühungen in dieser Qualität und auch in dieses neue Projekte mit der Schneeanlage haben sich wirklich auch jetzt schon gelohnt. Zum Beispiel wurden wir auch heuer vom ADAC ausgezeichnet. Von 1500 gedächtigen Skigebieten sind wir vom ADAC ausgezeichnet worden als Aufsteiger des Jahres. Und man sieht ja irgendwie in der Werbung auch überall unseren Kleber und sind also da wirklich heuer in Ischgl da besonders geehrt worden. Und das freut uns ganz besonders. Richtig ist, dass wir also mit unseren 42 oder manchmal 43 Millionen Nächtigungen in unserem Land Tirol, dass wir da sehr stolz darauf sind und dass der Tourismus den Wohlstand sichert für alle unsere Bevölkerung und natürlich auch eine hohe Wertschöpfung hat. Die höchste Wertschöpfung natürlich hat der Winter, bringt der Winter mit sich, und da freut es uns natürlich sehr, wenn man da sehr innovative neue Projekte macht und wie man sieht, also in Jerzens, also der Plan B bestens funktioniert hat. Plan B also. Plan A wäre der Wennerberg gewesen, aber das nur am Rande. Moderner Tourismus verlangt nach Innovationen und genau das ist das Rezept im Pitztal. Die größte Stärke ist allerdings die Schönheit der Natur. Wer sie sucht, der findet sie am Hoch und jetzt mit der Zirbenbahn auch am Sechszeiger. Willkommen im Pitztal.